Willkommen auf MX5 Roadtrips, dem Kanal über die Bergpässe der Alpen. Hinter mir sehen Sie ein Bild eines Bergpasses aus Frankreich. Es ist der Col d'Isoard und das Bild ist im Oktober aufgenommen worden, nämlich dann, wenn sich die Lärchenwälder dort rot verfärben und den malerischen Glanz von Zauberwäldern ausstrahlen. Wir hatten dieses Jahr leider einen ganz frühen Wintereinbruch, schon Ende September hat es heftig geschneit. Also ob es überhaupt dieses Jahr möglich sein wird, in die französischen Alpen zu fahren, wir werden es sehen. Ich habe den frühen Schneefall genutzt, um die Silvretta zu besuchen, die Silvretta Hochalpenstraße, die noch geöffnet ist, und wollte Ihnen dann berichten, wie die verschiedenen Module von Insta360, der One R, denn jetzt nach dem Software-Update wirken, was sie leisten. Und ich bin ganz überrascht. Es ist ja ganz unglaublich, was das ein Zoll-Modul, wenn man es in der höheren Auflösung, also 5,3 ist die tatsächliche höhere Auflösung, sieht. Der Dynamikumfang ist gigantisch, die Präzision, die Details sind unglaublich scharf. Also sowas habe ich bei einer Actionkamera noch nie gesehen. Man wird sagen müssen wohl, das 1-Zoll-Modul ist im Moment Stand der Technik. Aber wie immer hat natürlich auch alles seine negative Seite. Man möchte natürlich ganz gerne das einerseits mischen mit Aufnahmen des 360-Grad-Moduls und dann ist man schon durch die Barriere HD gehindert, denn mehr als HD ist ja beim 360-Grad-Modul nicht möglich. Also ist das Gesamtvideo dann eben nur HD, was man nach YouTube hochlädt, wie dieses eben auch. Das zweite ist, Insta 2020 gibt nativ die tatsächliche Auflösung des 1-Zoll-Moduls wieder. Aber Insta 2020 kann ja nicht schneiden. Also ist man gezwungen, die Videos, wenn man sie kombinieren will, verschiedene 5,3K-Videos kombinieren will, in Final Cut zu importieren. Und Final Cut hat als Ausgabe maximal 4K möglich. Also insofern ist auch dann die native Auflösung nicht darstellbar. Drittens, es besteht jetzt die Möglichkeit, diese Aufnahmen in dem Format 2,35:1 aus Insta 2020 zu exportieren. Das sieht, wenn man einen geeigneten Monitor hat, ganz fantastisch aus. Ein richtig schönes Panoramabild, das mit dem normalen 16:9 so gar nicht vergleichbar ist. Fantastisch. Aber erstens braucht man einen geeigneten Monitor und zweitens ist auch das natürlich nicht transportabel. Man kann das nicht als YouTube-Video darstellen. Also insofern tolle Ergebnisse, aber sie sind nicht transportierbar. Schade, dass ich Ihnen das so nicht vermitteln kann. Ich hoffe, das Video macht trotzdem Spaß. Jedenfalls wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund. Good girl, good girl.
Thank you.